Okay, also wir haben jetzt hier eine selbstgebaute Hantelbank. Geil, Mann! Was für ein Schweinsack. Was war das? Du kennst. Das bin ich. Nein, geht gar nicht. Das war schon immer mein riesiger Traum. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Ich werde mir jetzt gleich mit euch gemeinsam ein paar Home-Gyms von Zuschauern anschauen und unter anderem auch Montes Home-Gym. Das war eigentlich gar nicht so geplant, aber das kam genau passend, wo ich mir diese Home-Gyms von meinen Zuschauern habe zuschicken lassen, dass Monte sich ein Home-Gym eingerichtet hat. Für alle, die es nicht wissen, ich habe mir ja hier in dem Haus, wo wir gerade leben, unten im Keller den Hamsterkäfig eingerichtet. Dazu wird am 11.3. auf The Franklin eine komplette Gym-Tour kommen. Ist, ja, würde ich mal sagen, eher ein teureres Gym, Home-Gym vor allen Dingen, und habe da auch sehr viel Liebe und Zeit reingesteckt. Ich würde auch mal über mich selber sagen, dass ich dadurch, dass ich bei Sophias Vater, der es auch beruflich macht als Personal Trainer, ein sehr großes Homegym eingerichtet hat und ich schon einige Homegyms gesehen habe, da auch ein bisschen Ahnung habe und was dazu sagen kann. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie eure Homegyms ausschauen, und ich würde sagen, wir beginnen gleich mal mit ein paar Gyms von den Zuschauern. Also Freunde, das erste Homegym, was wir uns reinziehen, ist vom lieben Lars. Lars hat mir zu diesem Homegym geschrieben, das Homegym hat er seit Corona und wird von ihm auch für Personal Training Einheiten genutzt. Er zahlt 280 Euro Miete dafür, hat ca. 1000 Euro reingesteckt und die Gewichte gehen hoch bis knapp 90 Kilo und Kurzhanteln bis 10 Kilo pro Seite. Okay. Okay, also er macht das Ganze beruflich, bin ich mal gespannt. 280 Euro Miete hört sich jetzt nicht so krass viel an. Jetzt haben wir hier erstmal das erste Bild, was er mir geschickt hat. Wir sehen hier eine schöne Bank und sowas mit UFC drauf. Da steht, glaube ich, so eine Vibration Plate. Halte ich nicht allzu viel davon. Weiß nicht, ob das so krass viel bringt. Hier haben wir einen Griff, einen kleinen Spiegel. Spiegel ist wirklich, Leute, die vielleicht keinen Sport machen, wissen das nicht. Das denkt man, das ist so zum Posen und Flexen, habe ich am Anfang immer gedacht. Du brauchst das aber wirklich, damit du deine Ausführungen halt auch symmetrisch machen kannst und gleich trainierst auf beiden Seiten etc. und gucken kannst, ob du richtig trainierst. Deswegen macht ein Spiegel absolut Sinn in jedem Homegym. Hier liegen die schönen Kurzhanteln. Hier ist so eine Vibration Plate mit so einem Ding oben drauf. Mit einem Schrank. Was haben wir hier drin? Etc. Okay, gut. Ist jetzt. Man muss ja auch wissen, die meisten Leute, die in so einem Personal Training sind, sind ja jetzt nicht so die Pumper, sondern die kommen daher wegen Rückenschmerzen, wegen irgendwelchen Problemen. Möchten die so behandeln lassen. Deswegen brauchst du vermutlicherweise auch gar nicht so viel Gewicht. Und so, ja, so ein paar Bälle und sowas, ein paar Resistance Bänder sind da eher besser für Stabilisierungsübungen. Mein Ding wäre das jetzt eher nicht. Hier hat er noch einen Eingang quasi und so ein Whiteboard, wo er was draufschreiben kann. Okay, das war's. Ja, gut. Für Personal Trainings absolut super. Kann man auf jeden Fall was machen. Auf der Matte am Boden. Hier sehen wir es, da auf der Matte kannst du halt gut Sit-Ups machen. Boden brauchst du auch, damit du die Hanteln ablegen kannst. Ich denke mal, für ein wirklich gutes Personal Training mit einem guten Personal Trainer reicht's komplett. Kannst du dich wahrscheinlich komplett auseinandernehmen. Du hast ein paar Gewichte, kannst du hier an so einem Squat-Rack, kannst du ja im Endeffekt alles machen. Kannst Squats machen, Bankdrücken machen, und Kreuzheben ist ja eher auch so eine, sag ich mal, vorangeschrittenere Übung, die wenigsten bei so einem Personal Training machen. Dadurch, dass er das halt jetzt gewerblich nutzt, ist das schwierig zu bewerten. Für den Taui auf jeden Fall sehr, sehr gut eingerichtet, muss man schon sagen. Und die Sachen erstmal für den Preis zu finden, ist wirklich, wirklich schwer. Aber die Plate hier war bestimmt nicht dabei, weil mit der kostet es bestimmt mehr als ein Taui. Also ich würde dem Ganzen so eine 7,5 von 10 geben. Für mich wäre es jetzt nicht zu krass, aber ist auf jeden Fall machbar. So, kommen wir zum zweiten. Das hat mir der liebe Tom erst vorhin geschickt. Hi Julian, ich trainiere seit circa 2 Jahren und seit letzten Sommer jede Woche 6 Mal. Huhuhu, Digga, jede Woche 6 Mal. Die Kurzhanteln habe ich mir vor circa 1,5 Jahren gekauft mit insgesamt 30 Kilo. Ja, das ist schon stabil. Diesen Winter wollte ich mir eine Hantelbank kaufen, bis ich auf die Idee gekommen bin, sie selber zu bauen. Nach kurzen Informationen habe ich es dann gemacht und das kam raus. Ich bin super zufrieden mit ihr und sie hat mich bisher keinen Cent gekostet. Es fehlen zwar noch das Polster, aber das wird nicht allzu teuer. Die Hanteln haben, glaube ich, 40 bis 50. Okay, Digga, aber du wirst ja irgendwoher auch dein Holz bekommen haben, oder? Da bin ich jetzt mal ultra gespannt, wie das ausschaut. Oh, wow, wow. Das ist wild. Okay, also wir haben jetzt hier eine selbstgebaute Hantelbank. Bruder, das ist... Digga, er hat das sogar gemacht, dass du das verstellen kannst. Schaut euch das an. Du hast hier diese Rillen, wo du das aus Flachbank und Schrägbank machen kannst. Holy shit, das ist geil gemacht. Das ist sehr, sehr, sehr geil gemacht und sehr kreativ, muss ich sagen. Würde ich erstmal vom preislich mal angenommen, du kaufst jetzt das Holz so im Baumarkt. Das wird das kosten. Mit den ganzen Sachen kriegst du es wahrscheinlich für unter 50 Euro. Ich habe für meine Hantelbank 800 Euro gezahlt. Die ist natürlich aus Metall, Profi-Studio-mäßig Qualität. Aber jetzt überleg mal, du hast 50 Euro, roundabout, lass mich ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, versus 800, da ist das schon wirklich eine sehr geile Lösung. Und ich muss sagen, man kann sich eigentlich auch ein komplettes Rack aus Holz bauen. Du brauchst einen Winkel, finde ich super geil gemacht. Wie er sagt, so ein Polster brauchst du nicht unbedingt. Sehr cool gelöst. Das gibt von mir sehr viele Sympathiepunkte. Das hier zu machen, dass das sich verstellt, ist wahrscheinlich sehr schwierig, aber ich glaube, ich bin ein bisschen dumm, was sowas angeht, zahnfertig sind, aber selbst das würde ich mir noch zutrauen. Hier unten noch die Hanteln, das in Kombination mit Hanteln, passt perfekt für den Oberkörper. Unterkörper trainieren, kannst du da halt Ausfallschritte machen, dann haben wir das Ganze nochmal flach. Also das ist quasi sein Home-Gym, was er sich so gebaut hat. Sehr minimalistisch, wie er geschrieben hat, 50 Euro für die Hanteln, ist die günstigste Variante, wie du es effektiv nutzen kannst, weil du brauchst was zum Hinlegen. Ich habe mich bei uns immer daheim auf die Couch gelegt und ich muss sagen, das gibt von mir einfach für die Kreativität und für den Kosten-Nutzen-Effekt 9 von 10 Punkten, Digga. Das ist sehr, sehr gut gemacht, auch die Hanteln
Handeln top. Also mit 30 Kilo, 15 Kilo pro Seite kannst du sehr, sehr viel machen. Oder ich weiß nicht, ob er jetzt meinte 30 Kilo auf jeder Seite. Aber das ist sehr, sehr geil. Sehr wildes Home Gym. Kommen wir zum nächsten Home Gym. Das war Home Gym Nummer 2. Jetzt haben wir noch ein drittes. Danach geben wir uns das von Monte. Hat damals mit der Handelbank angefangen zu meinem 15. Geburtstag. Dann hat mein Dad sich das Rad wegen einer Verletzung, darf keine langen Strecken mehr laufen, geholt. Zum letzten Weihnachten habe ich noch mehr Gewichte bekommen und mein Dad hat meiner Familie das Rudergerät geschenkt. Preise weiß ich nur grob. Rudergerät 1500 Euro, das sehen wir hier schon mal so angeschnitten. Handelbank mit Gewichten ca. 500, Fahrrad 300. Bodenklimmzugstange weiß ich nicht, bin aber sehr zufrieden und kann jetzt im Lockdown schön durchziehen. Geil, dass er es auch noch so wertschätzt, feiere ich. Das heißt, wir haben hier mal Daumen 2500 Euro für das Home Gym. Fangen wir mal an. Das haben wir hier. Hier die Handelbank etc. Den Boden finde ich schon mal sehr gut, dass ein Boden drin ist, weil das brauchst du auf jeden Fall. Wenn ihr euch ein Home Gym einrichtet, richtet euch bitte eins mit Boden ein. Und die schlauesten drei Sachen, die man sich eigentlich holen kann, wenn ihr euch wirklich eng davon abhängt, was euer Budget ist. Wenn ihr euch wirklich alles holen könnt, dann holt euch auf jeden Fall Kurzhanteln für die Gewichte, die ihr halt braucht. Eine Möglichkeit, wo ihr so eine Langhantel ablegen könnt. Also zum Beispiel hier jetzt diese Ablage, sowas, dass du bei Squats die Gewichte reinlegen kannst, beim Bankdrücken und so weiter und so fort. Und wenn es natürlich noch geht, das ist aber das, was bei den meisten Leuten scheitert, ist ein Kabelzug. Weil der am meisten Platz verbraucht und am meisten kostet. Also ich habe schon einen sehr platzsparenden und der ist immer noch ziemlich groß und der hat mich 2800 Euro gekostet. Wenn ihr wirklich den Platz habt, kann ich euch zum Beispiel sowas extrem empfehlen. Das sind die Kabelzüge. Im Endeffekt kannst du dir auch nur sowas kaufen und eine Langhantel kannst auf die Kurzhanteln verzichten, weil jedes Gerät im Fitnessstudio, müsst ihr wissen, funktioniert entweder mit Gewichtsscheiben oder mit so einem Kabelzug und damit kannst du jedes Gerät nachstellen. Also ist sehr, sehr, sehr gut und kannst du die Höhe einstellen. Also das sind die drei Sachen, wenn ihr euch noch ein Gym einrichtet. Aber dann seid ihr halt auch mal schnell bei 10.000 Euro und das Geld braucht man erstmal und den Platz braucht man und das ist echt schwer. Also, der Kollege hat hier die Handelbank, hat er schon mal da. Cardiogerät kann man machen, braucht man nicht. Ich persönlich weiß noch nicht, ob ich mir eins für meinen Gym holen soll. Das hier ist jetzt so eine Rudermaschine. 1.500 Euro ist halt saftig. Man muss es auch wirklich nutzen. Ich denke mir, ich gehe einfach lieber im Wald joggen, kostet mich keinen einzigen Cent. Ich habe noch geilen Sauerstoff, Tiere und sowas. Also, ich würde darauf verzichten und hätte das lieber in was anderes investiert. So ein Fahrrad für 300 kann man schon eher machen, dass du halt daheim radelst, wenn schlechtes Wetter ist. Was ich schön gemacht fand, war hier diese Aufmachung, so wie das an der Wand befestigt. Das fand ich sehr schön gemacht mit den Boxhandschuhen. Ob die jetzt wirklich zum Boxen gemacht sind, weil ich sehe nichts, wo man reinboxen kann, oder einfach nur so als Stilmittel. Sehr geil gemacht. SZ-Hantel, auch cool und genug Scheiben für Gewichte. Im Großen und Ganzen akzeptables, gutes Gym. Großer Spiegel auch wieder am Start, wo du dich siehst. Für 2.500 Euro hätte man, ich hätte halt persönlich darauf verzichtet, aber vielleicht braucht ihr das, anders investiert. Aber wenn man das braucht, ist es gut gemacht, weil die Sachen sind sehr günstig eingekauft und vor allen Dingen der Gummiboden, sonst müsst ihr die Hanteln immer so soft auf dem Boden legen und da kannst du dich gut austoben. Und dafür wäre ich schon sehr, sehr, sehr dankbar, wenn ich so einen Raum jemals gehabt hätte bei meinen Eltern daheim oder so. Also gibt von mir 8,3, würde ich jetzt mal sagen. 8,3 von 10. Das Gym, was wir uns jetzt geben, ist vom lieben Montana Black. Ich habe schon mit Holle telefoniert und der hatte das schon persönlich gesehen. Bin gespannt. Also er hat das ganze Haus bei sich, glaube ich, 1,3 Millionen gezahlt und nochmal für 400.000 nochmal rein investiert, also für Renovierung etc. Das Haus wird ihn halt knapp 2 Millionen gekostet haben. Jetzt noch ein eigenes Home Gym drin, ist sehr, sehr geil. Ob es jetzt nur Status ist oder ob er es wirklich nutzt, ist eigentlich völlig egal. Ich finde es trotzdem geil. Das Ganze sieht dann so jetzt aus. Es kommen noch neue Lampen. Das meinte Holle. Also das ist halt schon mal so ein Ding. Du hast halt im Kellergeschoss dein Gamingzimmer und mit einer Zigarette ins Gym zu gehen, da würde es mir schon alle Nackenhaare aufstellen. Also wenn der Raum de facto dann nach Zigaretten riecht, das wäre für mich persönlich No-Go. Wenn ich rauchen würde, würde ich überall rauchen, aber nicht im Gym. Hin. Komm noch hin. Ich habe jetzt hier so eine Gummimatten, wo ich die Gewichte raufknallen kann. Schön, aber da fällt mir schon mal eine Sache auf. Die sind gleichmäßig verlegt. Also wenn ihr euch Gummimatten legt, legt die immer versetzt. Das heißt, dass das hier einen halben Meter darüber kommt und sich gegenseitig trägt. Weil so, wenn du jetzt hier mal Gas gibst und mal da reinrutscht, dann verrutschen die ganzen Dinger. Also das ist dann instabiler. Ansonsten erster Eindruck, ultra geil. So sieht das Ganze aus jetzt. Wie gesagt, kommen noch neue Lampen hin. Upp. Schön. Sehr schön. Alles am Start. Hier auch, wie ich gesagt habe, ein Kabelzug in die Richtung. Sehr gut gemacht auf von der Raumaufteilung. Hier kommt noch eine komplette Spiegelwand hin. Gut. Hier kommt noch eine komplette Spiegelwand hin. Und was hier an die Wand rankommt, weiß ich noch nicht. Eventuell Graffiti. So ein paar geile Bilder würde ich ranmachen. Was ich auch fühle, ich weiß nicht wieso, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der sich jetzt irgendwie eine Deutschlandflagge braucht, aber ich weiß nicht wieso, irgendwie haben so Flaggen in Gyms auch was Geiles. Also sei es eine USA-Flagge oder Deutschlandflagge, was, welche man auch immer sich reinhängen möchte, hat was. Mache ich in meinem Gym jetzt nicht, aber finde ich, hat manchmal was. Auch Bock auf so ein riesen Porträt, weiß ich nicht, keine Ahnung, auf der einen Seite Arnold Schwarzenegger und auf der anderen Seite, keine Ahnung, Mohamed Ali oder so, keine Ahnung. Aber so sieht das Ganze hier aus. Boah. Mit Get On My Level Logo. Ja, mit Get On My Level Logo einfach drauf. Das ist Home Gym durchgespielt. Das ist Camouflage-Optik. Das kommt jetzt durch den Ultraweitwinkel nicht so geil zur Geltung. So, ich habe jetzt hier nochmal die normale Perspektive. Also so sieht das aus.
Sogar mit Get On My Level Logo. Hier sieht man so ein bisschen diese Optik. Das ist sehr, sehr geil. Also das, es hat halt überhaupt keinen Nutzen, aber es ist einfach vom Aussehen her, das ist ja auch geil, wenn du ein schön aussehendes Gym hast. Super, super geil. Super geil. Das finde ich ziemlich geil hier, diese Oberflächenoptik. Das ist von Gym. So, also wir haben hier die Dinger von das Gym 80. Das war ich auch im Überlegen mir zu holen, das Teil, aber das kostet nur dieser Ständer, glaube ich. Lass mich nicht lügen, ich glaube, es waren 3000 Euro, 2900 irgendwas. Das Half-Rack, also das ist ja nicht mal ein Full-Rack, das heißt, es geht nicht bis hier, sondern es geht nur bis hier vorne. Ob man jetzt ein Half-Rack oder ein Full-Rack braucht, ist eigentlich egal. Die meisten brauchen ein Half-Rack oder nur so ein Squat-Rack. Ich bin am Endeffekt, Gym 80 ist eine sehr, sehr geile Marke. Super geile Geräte und sowas, machen auch eine Bombenqualität. Ich habe mir jetzt was von einer anderen Marke geholt, wo es nur ein Drittel so viel kostet. Und ich habe schon sehr viele Studios auch gesehen, die Sachen sind von der Qualität heftig. Also man muss für ein Home-Gym sich keine Gym 80 Geräte holen. Wenn man wirklich aufs Geld scheißen kann, wie Monte vielleicht, dann kann man das machen, aber würde ich euch jetzt nicht raten, weil Gewichtsscheiben wiegen von jeder Marke gleich viel, ob jetzt Gym 80 oder nicht. Und zum Beispiel die Hanteln, die ich mir gekauft habe, die haben ein Drittel so viel gekostet wie von Gym 80 und sind aber von der Handhabung her oder von der Mache her sehr, sehr ähnlich und auch sehr geil verarbeitet. Aus und ja, ich bin richtig happy. Das hier macht halt in meinen Augen, weiß ich nicht, wer ihn dazu überzeugt hat, sich das Ding zu holen. Das ist, wenn ich es richtig sehe, zum Sissy Squat, also Sissy Squats. Das heißt, du tust hier den Fuß rein, machst halt so Squats. Digga, das kann ich mir nicht beim besten Willen nicht vorstellen, dass Monte da reingeht und Sissy Squats macht. Ich finde die Maschine super scheiße. Ich spüre das asozialste im Knie die ganze Zeit und finde das auch super unnötig. Verbraucht sehr wenig Platz. Mal überlegen, ob ich mir noch ein weiteres Beingerät für mich besorge. Also, so wie ich das verstanden habe, hat er sich das nicht selber eingerichtet, sondern jemand anders wegen gemacht. Hätte ich Monte nicht geholt. Ich hätte Monte lieber was, so einen Bauchtrainer oder sowas geholt, wo er geil Bauch trainieren kann. Studio zu haben, ist schon ganz cool auf jeden Fall. Morgen wird das erste Training stattfinden, aber es ist wie gesagt noch nicht fertig. Neue Lampen, ich habe mir noch eine kleine Bluetooth-Lautsprecherbox bestellt, einen schönen großer Oschi, dass ich immer schön laut Musik pumpen kann. Ich muss auch gestehen, klar, 12 Kilo. Das ist das, was ich meine. Also zum Beispiel die Hanteln hier, die sind halt so geschwungen, laufen hier dicker zusammen, sind außen dünner. Meine gehen einfach nur gerade durch. Digga, bitte kauft euch keine Gym 80 Hanteln. Also No Front an Gym 80, ihr seid eine super geile Firma. Ich habe schon mal mit denen auf Instagram geschrieben und sowas. Sehr geile Sachen für ein Gym, aber nicht für euer Home-Gym. Also das, wenn du das privat nutzt, brauchst du das kein Ding, Alter. Okay auch, aber Bruder, ich bin lange nicht mehr und gerade für die Freihantelübung zum Anfang sind 12 Kilo für mich persönlich aktuell noch zu viel. Deswegen habe ich mir noch eine neue bestellt von 1 bis 10 Kilo. Gruß und Kuss an Ehrenbruder Mois, der mir den Kontakt hergestellt hat und Gruß und Kuss auch an Gym 80, die mir das zur Verfügung gestellt haben, beziehungsweise das hier eingerichtet haben. Also das ist keine Produktplatzierung oder sonstiges. Ich habe ganz normal. Haben die dann dafür, haben die das quasi geplant für ihn oder wie? Die Bank ist sehr, sehr wild. Das ist wirklich ein Traum. Wenn das die ist, was ich denke, was sie ist, dann kannst du da aber auch nur, nee, da kannst du die auch flach machen. Sieht aus, als könntest du die auch flach machen. Dann kannst du ja alles verstellen. Bezahlt und muss diese Story auch nicht machen, aber die waren super, super korrekt. Ja. Und hat alles richtig. Kannst du, glaube ich, nicht verstellen. Deswegen Gruß und Kuss an Mois. Hier haben wir einen Airbike drin, es ist schwierig zu erkennen, das ist so ein Airbike, das ist ähnlich wie so ein Cardio, wie so ein Crosstrainer, da seid ihr oben drauf, zack, kommt eigentlich aus dem Crossfit so ein bisschen, wird das viel genutzt. Bin ich auch überlegen, ob ich es mir holen soll, finde ich gut. Wenn Monte das nutzt, wird er da ordentlich Kalorien verbrennen. Alles klar, Digga, muss ich sagen, also Montes Home Gym, wenn das noch fertig wird mit den Lichtern und allem, sehr, 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 sehr schönes Gym, könnte ich mir extrem gut vorstellen zu trainieren, ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie das Gym von mir, nur noch teurere Geräte und weniger Kurzhanteln. Ich hoffe, der Boden ist dick genug, wir machen auch viele einen Fehler, dass sie einen zu dünnen Boden nehmen, aber Bruder, Digga, herzlichen Glückwunsch zu dem geilen Gym. Da können viele davon träumen. Ich würde mal schätzen, dass sein Gym, so wie es da steht mit den ganzen Sachen, 15.000 Euro in etwa. 15.000 Euro würde ich jetzt mal schätzen. Für das Gym vielleicht auch Richtung 17. Ja, 15.000 in etwa. Ohne die Sachen, die noch kommen.